Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video. Wir haben mal wieder ein paar Kleinigkeiten gefunden, ein paar schöne Sachen gefunden und was ich gefunden habe, wie immer nach meinem Intro. Ja, und wie gesagt, ich habe ein paar Kleinigkeiten gefunden und ja, ich würde sagen, wir gehen auch gleich ins erste Video. Da ziehen wir am Zweifel. Aber guck mal hier. Ja. Europa. Ohmel. Ja. Damit wollten wir anfangen, oder? Ja. Was denn? Jawohl. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es da Kassetten kommt. Nee, gibt's. Hat aber noch einen. Aber nicht neu. Hier kannst du mal gucken. Nicht fürs Geld angewandt. Was? Alles gut? Ja, wunderbar. Wunderbar? Ja. Kann man nicht krank heute, oder? Was? Kann man nicht krank heute, oder? Ich sage, da kann man heute nicht krank, oder? Nee, über das Wetter kann man nicht krank. Nee, wieder, aber gar kein Nichts. Haben wir gar nicht? Okay. Also für die Familie. 1, 2, 3, 4. Bitte. Der war gut. Danke dir. Dann noch viel Erfolg. Das war okay. Hm? Oder hätte ich noch was sagen sollen? Genau. Morgen. Ja. Und was ich da gefunden habe, war mal wieder bei den beiden Jungs, wo ich öfter mal bin. Die haben manchmal Spiele und manchmal auch nicht. Und manchmal haben sie auch ein paar merkwürdige Preise, wie wir vor ein paar Wochen gesehen haben. Aber die sind in Ordnung. Die haben für mich immer mal einen Euro runtergemacht. Ja, wir haben an diesem Stand gefunden. Einmal habt ihr gesehen, eine TKKG-Kassette. Ja, da fühle ich mich in meine Kindheit zurückversetzt und alles sowas. Meine Frau und ich, wir haben beschlossen, wir fangen jetzt an, Kassetten zu sammeln. Wir haben uns jetzt auch einen Rekorder fürs Schlafzimmer geholt. Im Wohnzimmer haben wir ja noch ein Kassettendeck in der Anlage drin. Aber halt, wir wollten halt auch abends mal im Bett mal ein Kassettchen hören. Also haben wir gesagt, wir gucken mal nach TKKG, nach drei Fragezeichen und halt nach Musicals oder so eine Sachen. Aber gut. Ja. Und des Weiteren habe ich da gefunden, Need for Speed Underground für die Wii. Bei den Jungs ist es immer so, die haben immer, die Qualitäten sind bei denen immer wirklich gut. Also die verkaufen da keinen Schund. Ich habe ein einziges Mal habe ich da was mitgenommen, wo ich im Nachhinein gesagt habe, okay, die Qualität war nicht toll, aber da wollte er dann damals auch nur einen Euro haben. Also war das für mich jetzt nicht so wild. Gut, gehen wir weiter ins nächste Video. Mein Freund hat schon gesagt, du guckst immer nach Spielen, der war gut. Wir sollten doch mal andere Flohmärkte anlaufen. Der könnte mir gefallen, aber irgendwie ist der gesprenkelt beim Malern oder sowas wahrscheinlich. Der wurde mitgemalert. Aber da fehlt auch schon ein Knopf, bitte.
Die habe ich gar nicht gesehen. Die müsste in die Waschmaschine, oder? Wie viel wollen wir für die? Naja, 4 mit Sticker. Entscheidest du, wie gesagt. Aber süß. Also 3,50 hebe ich ihm den hoch. Ja. Ja, der muss in eine Waschmaschine. Ja, ja. Und dann kommt er zu den anderen 100.000. Aber die habe ich definitiv noch nicht. Ja, im Moment sind es erst 30 ungefähr. So. Also was die Vitrine hergibt, muss sie jetzt schon umsortieren wegen ihr. Weil sie hat zwei Sachen, die sie sammelt. Sie sammelt Diddelmäuse und Minions. Die beiden, die sammelt sie. Achso, und Schildkröten. Die kleinen, die so. Tschüss. Ja, die müssen wir mitwaschen. Ja, und wie ihr gesehen habt, meine Frau hat wieder zugeschlagen. Der Videomaterial war ein bisschen mau, weil was meine Frau hat, lässt sie nicht wieder los. Und irgendwie hatte sie dann, das Ding schneller wieder in die Tasche gesteckt, als ich gucken konnte. Aber soll auch so sein. Ist ihr Hobby, ist ihrs. Und die ist sogar ganz süß mit. Die ist ganz süß mit dieser Jeanshose. Fetzt schon. Muss bloß mal in die Waschmaschine. Hat so ein paar kleine Pünktchen und kann man mal machen. Diddelmäuse. Werdet ihr ja bei mir ab und zu mal sehen. So, weiter geht's ins nächste Video. Guck mal, Pikachu. Hm? Was, wo? Das ist süß. Was möchte denn dafür? Bist du mit? Den kannst du gleich mit in die Waschmaschine schmeißen. Bitte. Tschüss, tschüss. Gleichfalls. Kannst gleich mit in die Waschmaschine hüpfen. Aber der ist süß. Ja, und wie ihr gesehen habt, saßen da zwei junge Mädels. Die haben so ein bisschen ihr Zeugs verkauft und alles sowas. Und da habe ich was gesehen, was ich sehr interessant finde. Und zwar den hier. Der Kleine hat es mir sofort angetan und ich muss nicht erwähnen, was das ist, oder? Ja. Und ich dachte mir, nee, Hammer. Hammergeschichte. Nimmst du mit? Ist in einem tollen Zustand. Sieht größer aus jetzt in dem Bild, als ich denke, war. Naja, nee, war süß, musste ich haben. Kommt auch nochmal mit in die Waschmaschine, wird mal durchgewaschen und weiter geht's. Okay, der Zustand ist jetzt nicht so schnell, oder? Ich glaube, ich muss mal gleich. Wieso? Oh, dann lass den Mann rein. Oh, geht. Guten Tag. Guck mal nach Anno. Der Chef kommt gleich. Ah, okay. Ich bin's nicht. Keine Alles klar. Ahnung. Du bist auch nicht. Der Chef kommt gleich. Ja, bei Sims auch nicht, oder? Ja? Ist schon im Anmarsch. Alles gut. Den haben wir noch nicht durchgeguckt. Na, aber klar. Ja. Was wollen wir denn für ein Spiel? Oh. Und wenn ich mehrere nehme? Kann ich dir was machen. Guck mal da, ne? Genau, davon habe ich vor. Zwei Stück. Hm? Nimm zwei. Gib mir drei. Das ist hier. Komm mal noch nicht.
Qualitäten sind nicht so toll. Das geht wieder. Schlupfgröße 10er. Bitte? Schlupfgröße 10er. Das war das mit der Qualität, oder? Wolltest du, aber... Ja, denn nicht, weil das ist so grausam. Doch, ich bin Sammler. Ich kenne die, wie sie aussehen. Die CD ist nicht mehr... Nein, da ist nichts. Da ist nichts. Glaub mir, da ist nichts. Weil dann nehme ich, da nehme ich den Abstand von. Ich spiele ja auch gerne. Weißt du, da ist nichts. Das Problem ist an der ganzen Sache, die beiden alleine das, schon. Das liest er durch. Ja, das Problem ist immer, das sagen viele und dann hat man nachher das Spiel so eine Stunde oder zwei Stunden wenn gespielt und dann kommt der Kratzer. Wenn das Kratzer ankommt und hier steht bleiben, und dann müssen wir wieder. Ja. Guck da nochmal. Hm? Zu schlecht. Das sind alle fünf Stücken. Also die sind aber die sind wirklich zu schlecht. Das ist sehr lang. Ja, ja. Der Turm. Wenn er 5 pro Stück hat, 15, 15. Das ist 15. Höher gehe ich nicht. Gut. Okay. Danke. Doch? Ja. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Mann, der war mir erst ein wenig suspekt. Da habe ich mir gesagt, schwer. Viele von den Spielen, und er hatte eine Menge dazu, da waren Konsolen auf dem Tisch, da waren Spiele auf dem Tisch, da war eine Menge Zeugs auf dem Tisch und die Qualitäten fand ich jetzt nicht so berauschend bei manchen Sachen. Und ich habe dann da auch viel liegen lassen, weil ich nicht überzeugt war von dem, was er dazu liegen hatte, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Er wollte auch pro Spiel 5 Euro, scheißegal was, er wollte für jedes Spiel 5 Euro. Ja, dann habe ich ein bisschen rumgekramt und habe mir so das Beste rausgesucht, was ich empfunden hatte und hatte dann gesagt, okay, damit kann ich leben. Wenn er dafür jetzt 5 Euro aufruft pro Stück, bin ich zwar geliefert, weil ich habe dann auch zu ihm gesagt, also ich gebe dir 15, weil es war mir einfach keine 20 wert. Und welche Spiele ich überhaupt meine, ist einmal für die PSP Smash Court Tennis. Auch, man kann nicht meckern, also er hatte überall die Anleitung drin, Spiel und Anleitung seht ihr selber. Ich habe das ganze Zeug in der Hand hier, das ist also schwer zu zeigen. Aber gut, nein, dann hatten wir einmal SingStar für die PS3, hat mich auch sehr interessiert. Wie gesagt, die Qualitäten waren nicht toll, aber das, was ich mir mitgenommen habe, war 1A und es waren auch immer die Beschreibungen mit drin. Gut, dann zwei Wii-Spiele, einmal... Anno, erschaffe deine neue Welt. Und einmal My Sims. Wie gesagt, Qualitäten, die ich mitgenommen habe, okay. Alles andere, was da lag, lieber nicht. Ja, ich glaube bei Sims, genau, bei meinen Sims, da fehlte nämlich die Beschreibung. Aber ich kann es halt nicht liegen lassen und für 15 Euro bin ich der Meinung, kann man die Spielchen mal mitnehmen. Ja, aber das war immer noch nicht alles.
Wir gehen weiter ins nächste Video. Kann ich so nicht sehen, ihr hält da was vor. Budweiser Schild ist interessant, oder? Sieht auf jeden Fall alles nach Film aus, ne? Viel Spaß! Was möchten Sie denn für das Budweiser Schild? Dann ist es jetzt weg. Das ja? Ja. Hatten Sie mehr davon? Ja. Fünfmal das gleiche. Nein. Achso, gut. Maschine. Weiß halt ein bisschen einschicken. Ja. Ein bisschen. Die Kinder sind schneller. Geht's? Ja. Danke, schönen Tag noch. Ja, und da haben wir gefunden, was ihr auch nicht so schnell sehen konntet. Weil das Ding war auch wieder schneller in der Tasche meiner Frau verschwunden. Aber gut, nicht so wild. Es ist ein Budweiser-Schild. Ich zeige es euch jetzt nochmal in die Kamera, damit ihr wenigstens was davon habt und es euch mal in Ruhe angucken könnt. Es ist ein geiles Schild. Wir stehen ja so auf Blechschilder. Weil die kannst du echt an eine Wand machen, an eine Schrankwand machen und alles sowas. Gerade Budweiser. Super. Der Stand war so voll. Man konnte praktisch das Schild am Rand mal erkennen, aber wie gesagt, für 2 Euro wollte ich das Schild jetzt einfach nicht liegen lassen. Ja, das war's von diesem Flohmarkt, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es waren ein paar schöne Sachen mit dabei. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.